Hallöchen und weiter geht's mit Dominations. So, dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal ein paar Materialien hier ein. Checken natürlich ab, ob wir ein paar Tiere jagen können. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, um natürlich Materialien zu scheffeln. So, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Ah, da brauchen wir mehr Bewohner. Gut, alles klar. Das Coole ist, wir haben jetzt unsere 100.000 am Start. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Außerdem habe ich ja im letzten Let's Play meine Allianz hier gegründet oder ein paar Let's Plays davor schon. Wisst ihr ja, könnt ihr auf jeden Fall gerne beitreten. Das Ding ist, ich würde gerne meine Allianz oder mein Allianz-Tor weiter ausbauen. Aber da müssen wir erstmal in eine Antike zwischen. Vorher funktioniert das nicht. Das Coole ist, wir haben die 100.000 jetzt am Start. Von daher können wir das auf jeden Fall ganz lässig machen. Gehen wir hier in der Antike, würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Oder was sagt ihr? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Sinnvollste. Jetzt könnten wir uns auf jeden Fall nochmal die Nachrichten hier angucken. Ich wurde nämlich angegriffen. Das kotzt mich natürlich richtig an. Da haben sie mir auf jeden Fall richtig was abgezogen. Hier, der Typ hier oben. 21.000 Gold und auch 21.000 Nahrung. Das geht mir ein bisschen auf die Eier. Hier haben wir einen Verteidigerbonus bekommen. Das holen wir uns gleich mal ab. Aber hier haben wir auch relativ viel Materialien verloren. Hier kriegen wir nochmal einen Verteidigerbonus. Hier haben wir viel verloren und hier auch. Also seht ihr schon, ist auf jeden Fall echt zum Kotzen. So, beim Angriff sieht es natürlich ein bisschen besser aus für uns. Da haben wir auf jeden Fall Jutje Scheffel. Klar, verkackt haben wir auch schon. Hier haben wir gegen Danny. Der war auf jeden Fall zu stark, der Typ. Von daher ist aber auch drauf geschissen. Ist halt so, müssen wir uns mit abfinden. Aber das Coole ist, wie ihr sagt, die 100.000 haben wir am Start. 9 Stunden, 33 Minuten können wir jetzt nicht angegriffen werden. Das ist natürlich auch cool. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in unseren Shop und bauen hier natürlich noch ein paar Mauern. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich würde sagen, die klatschen wir. Wo klatschen wir sie hin? Ach so. Dann können wir das eigentlich so machen. Ich baue mal hier ein bisschen um. Also ich habe meinen Katapult schon mal hier jetzt hier hergestellt. Finde ich nämlich sinnvoller. Aus dem Grund würde ich sagen, bauen wir hier auch gleich noch ein bisschen um. Das platzieren wir da. Dann kann das hier nämlich noch ein bisschen rüber. Dann können wir natürlich das hier rüber platzieren. Ne, wir machen das anders. Das platzieren wir hier. Dann können wir hier unsere Mühle hinhauen. Da können wir die nächste Mühle hinhauen. So, dann haben wir hier einen Turm am Start. Der passt hier auf jeden Fall auf. Der Katapult ist jetzt auch relativ gut platziert, finde ich. So, dann könnten wir auf jeden Fall das hier zurückschieben. Dann könnten wir, was könnten wir noch machen? Würde ich sagen, bauen wir hier noch einen Turm her. So sieht es eigentlich relativ gut aus. Dann können wir hier erstmal eine Mauer ziehen. Die ziehe ich von hier nach hier. Dann könnten wir, oh, das schließen wir, das ziehen wir mal raus. Das ziehen wir auch raus. Dann würde ich sagen, ziehen wir das hier raus. Und dann können wir hier nämlich ohne Mauer rumziehen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso, würde ich sagen. Da können wir erstmal die Gebäude hier wegmachen. Die schieben wir erstmal hier unten hin, würde ich sagen. Ah, da passt das natürlich nicht mehr. Da müssen wir hier ein bisschen was ändern. Aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir ja alles hin. Von daher alles im grünen Bereich. So, dann können wir das Teil hier runterschieben. Das Teil können wir hier runterschieben, dann können wir nämlich hier unseren Weg ein bisschen anders aufbauen. Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. Aber das ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. So, dann haben wir hier den Weg. Jetzt könnten wir hier natürlich unseren Weg auch eins rausschieben. Zack, 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 zack. Zack und zack. Dann können wir hier das Gebäude natürlich auch noch ein bisschen rausschieben. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Weil die Wahl, jetzt können wir hier unsere Mauer rumziehen. So soll es laufen. So, das kommt erstmal nach oben, das kommt nach oben, dann kommt hier der Weg hoch. So, dann würde ich sagen, hauen wir hier erstmal unsere Mauer komplett rum. Mauer von hier. Bis hier.
So, dann haben wir hier eine Mauer drum. Das ist natürlich immer sehr cool, weil dann können die relativ schwierig angegriffen werden. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr das mal so machen solltet. Nur mal so zur Info. Aber das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr wollt. Jetzt können wir hier den Weg natürlich runterziehen, aber mehr Weg können wir jetzt natürlich erstmal noch nicht bauen. Von daher müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen warten, dass man dann später hier ein paar Gebäude miteinander verbindet durch Wege. Wir könnten jetzt natürlich sagen, yo, wir nehmen das Teil erstmal weg und hauen das hier hinten hin. Genau das gleiche können wir hier machen. Das hauen wir auch weg und hauen das dahin. Dann haben wir den Weg erstmal verbunden. So würde ich sagen, sieht es erstmal relativ gut aus. Da haben wir hier das Teil. Dann haben wir, jetzt können wir hier natürlich auch noch ein bisschen was verschieben, so wie wir es wollen. Hier kommt noch eine Garnison hin. Die könnten wir aber auch da in der Mitte packen. Hau das mal weg und hau das mal weg. Dann können wir nämlich hier auch noch ein bisschen was machen und könnten hier die Garnison noch hinklatschen. So, was hauen wir hier noch mit hin? Das müssen wir uns noch überlegen. Kommt das hier mit hin, würde ich sagen. Der Tempel steht das hier relativ sicher. Da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Da müssten wir hier noch eine Garnison hier drüben irgendwo platzieren. Dann können wir die eigentlich wieder hier hinstellen. So, dann haben wir das erstmal eingemauert. Dann könnten wir hier natürlich sagen, das können wir verbessern. Mehr Auswahl. Mich verarschen, können wir hier mal nur Dreier nehmen? Ja, sieht so aus, dann verbessern wir das erstmal. 0 Sekunden, okay. Ah, das ist natürlich echt bitter, was ich jetzt veranstaltet habe. Ich wollte ja eigentlich hier mein Stadtzentrum ausbauen, von daher würde ich sagen, gehen wir dann einfach nochmal in den Kampf. Müssen wir das einfach probieren. Scheiß drauf auf den Friedensvertrag. Gucken wir einfach, was wir da so reißen können, ob wir ein paar tausend klar machen, um dann natürlich anschließend unser Stadtzentrum auszubauen. Hier gucken wir mal. Alter, was ist denn hier los? Hier ist natürlich auch wieder ein Katapult am Start. Das ist natürlich auch bitter. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, würde ich sagen, platzieren wir die hier und schicken die gleich mal auf den Katapult los. So, dann können erstmal alle auf den Katapult zischen. Komm, 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 macht Bambule, macht Bambule. Ja, sieht bitter aus, also ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Na, mal sehen. Mal gucken, was wir hier so reißen. Ich glaube nicht, dass es viel wird, aber werden wir sehen, wie ihr sagt. Von daher, druffe Schüssen. Hier haben wir noch ein paar Typen mit am Start. 96, 97.000 haben wir schon. Cool wäre natürlich, wenn wir irgendwie die 100.000 wieder zusammenkriegen. Aber es sieht natürlich nicht so aus. Werden wir sehen, was wir hier so reißen können. Ich bin auf alle Fälle gespannt. ...97.000, okay. Kommt schon, macht schon, macht schon, macht schon! Nein, da sollten die ja nicht hin, die Kloppis. Jetzt habe ich den Falschen gedrückt. Na, wenigstens kriegen wir da noch ein bisschen Kohle raus. Komm, 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 98.000, 98, 98, 98. Komm, 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 komm. Naja, wenigstens haben wir ein paar tausend Kohle gescheffelt, von daher haut das schon mal hin. Wir haben zwar verkackt, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Hauptsache, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. 3,7, dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Dann würde ich sagen, werden wir gleich mal wieder ein paar Leute hier ausbilden. Gehen wir hier ruf auf ausbilden. Können jetzt natürlich hier ein paar ausbilden, so wie wir wollen. So, dann bilden wir wieder ein paar aus. Jetzt
können wir hier natürlich wieder ein bisschen was einsammeln. So, 98.900 haben wir. Da müssen wir natürlich gucken. Hier haben wir noch einen Fuchs, den jagen wir auf jeden Fall noch. Rennt hier vielleicht noch irgendwo was rum, wo wir was jagen können? So, ach so, wir können hier auf jeden Fall noch die Goldminen abbauen. Das machen wir natürlich auch. Da kriegen wir natürlich auch wieder ein bisschen Kohle. Von daher könnte dann so ja klappen, dass wir die 100.000 noch zusammenkriegen. Müssen wir sehen. Gucken, ob wir packen. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil, weil ich will auf jeden Fall in der Antike. Von daher müssen wir das abchecken. 99.288. Müssen wir sehen. Jo, die 100.000 haben wir, dann können wir hier auf jeden Fall raufklicken. 2 Tage dauert's, 100.000. So, als Anerkennung deiner Leistung haben wir noch bei der Dörfer abgesandte Geschenke gefordert. Okay, da können wir erstmal einen Screenshot von machen. Dann gibt's hier natürlich erstmal ein paar Geschenke, weil wir ja dann bald in der nächsten, im nächsten Zeitalter sind. Wir sind jetzt nur in der Eisenzeit, aber bald sind wir in der Antike. 2 Tage müssen wir jetzt warten. Jetzt können wir hier natürlich ein bisschen was einsammeln. Öffnen, öffnen. Öffnen, öffnen. So, dann können wir den Fuchs gleich nochmal jagen. Hier unten ist alle Paletti, da ist auch alle Paletti. Dann könnten wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir irgendwas ausbauen können. Wäre auf jeden Fall richtig cool, weil wir haben auf jeden Fall noch Nahrung ohne Ende. Aber ich weiß es natürlich nicht, ob wir was ausbauen können. Wäre auf jeden Fall richtig geil, aber versprechen kann ich natürlich nichts. 150, das reicht auch nicht. Das reicht auch nicht. Garnison kostet Gold. Das kostet 50.000. Ah, da müssen wir erstmal in der Antike sein. Gut, dann können wir eigentlich nichts weiter ausbauen. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal unser Stadtzentrum ausgebaut. Das ist natürlich richtig cool. Das Einzige, was mir jetzt auffällt, wir haben unser Stadtzentrum nicht wirklich gesichert. Von daher müssen wir da auch noch ein bisschen was tun. Könnten das Lagerhaus natürlich hier hinhauen. Jetzt gucken wir mal. Ah, gut, dann machen wir das anders. Das kommt erstmal dahin. Dann kommt der Tempel. Das schieben wir hier wieder ran. Ist, glaube ich, sinnvoller. Dann können wir nämlich die Garnison hier hinhauen und den Turm hauen wir auch davor. Dann müssten wir eigentlich relativ gut alles abgesichert haben. Jo, so sieht's aus. Da hinten haben wir auch alles so weit abgesichert. Von daher müsstet eigentlich hinhauen. Jetzt könnten wir hier natürlich auch noch ein bisschen was verschieben, so wie wir wollen. Mal gucken, was wir da machen. Aber ich denke, so lasse ich meine Stadt erstmal. So finde ich es erstmal relativ cool. Gut, hier oben haben, sehen wir ja unsere Punkte. In, 400 Punkte brauchen wir, das war, oh, 400 Medaillen, dass wir in die Kupferliga kommen. 323 haben wir. Ihr wisst ja, oh, habt bestimmt mit Sicherheit schon mitbekommen, wenn er verliert, werden euch welche abgezogen. Wenn er gewinnt, kriegt er welche dazu. Darauf müsstet ihr auf jeden Fall auch immer achten. Gut, dann haben wir soweit erstmal alles erledigt. Wir könnten höchstens nochmal hier ruf gehen und sagen, wir bauen noch ein paar Mauern. Baue ich einfach mal hier welche rum. So, dann können wir hier nochmal einen Shop gehen. Haben wir hier noch eins? Nee, das wollte ich nicht. Gut, jetzt haben wir nur noch 2 Tore. Von daher haut das hin. So, lassen wir es. Haben wir hier erstmal wieder ein bisschen was gemacht. Ja, das kann dahin. Also so könnt ihr auf jeden Fall mit euren Mauern, könnt ihr mal ein bisschen rumhantieren, so wie ihr wollt. Klar, den Weg kann ich im nächsten Let's Play dann auch verändern. Aber wie gesagt, ich wollte heute eigentlich nur mal mein Stadtzentrum ausbauen. Gut, wie gesagt, wir sind durch mit Dominations, kommen natürlich ins nächste Zeitalter. Darauf freue ich mich. Wir kommen in der Antike, können dann natürlich wieder neue Gebäude bauen und natürlich auch Gebäude upgraden ohne Ende. Gut, wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.